So, ja, willkommen Leute zu einem neuen Video. Diesmal das vierte ist es mittlerweile schon. Vierte Clash Royale Video. So, es lädt mal wieder. Viel zu lange. Ja, ich habe jetzt noch mal ein bisschen gefarmt. Wir haben hier wieder neue Karten bekommen. Spiegel habe ich jetzt in meinem Kartendeck. Karte, die, wo du, wenn du gerade zum Beispiel Koboldfass benutzt hast, kann ich nochmal Koboldfass benutzen. Aber das ist dann ein Level drunter immer. Und es kostet ein Elixier mehr. Ja, dann machen wir auch schon mal die Gratistruhe auf. Ja. Ui, ein Knall ist auch eine neue Karte hier in der Arena. Habe ich jetzt noch zweimal. Eine Silbertruhe. Gold. Feuergeist ist auch neu in der Arena. Und Koboldhütte. Ich will ja noch unbedingt den Magier, weil der wäre halt schon echt geil. Das ist ziemlich stark. Ja, sieht man hier auch. Genau. Will ich dann wahrscheinlich durch entweder Hexe oder Musketieren austauschen. So, hier sehen wir mal den aktuellen Kartenshop. Oh, es gibt Pekka. Ja, aber Pekka cool. Nehme ich im Moment nicht mit, weil... das heißt, du hast ihn wenigstens schon. Lang. Ja. So, also dann machen wir Angriffe, ne? Ja. Ich hoffe, der Gegner beendet nicht den Kampf, weil das ist halt echt blöd. Macht einfach keinen Spaß mehr. So, Level 7. Ja. Es hat jetzt ein bisschen gelaggt. Aber okay, deswegen habe ich jetzt schon so viel weg. Hier, Koboldfassspiegel. Habe ich jetzt. Oh, da Magier sieht man gleich mal. Ja, da waren die halt jetzt schnell down, die Kobold. Ja. Auf dem Turm, aber der Lag war schon echt scheiße. Jetzt habe ich hier nur noch 1200. Ist halt blöd. Hier den Bombenturm dabei, der hat jetzt gut gemacht gegen die Skelettarmee. Die war gleich down. Ja, jetzt ist aber leider auch weg. So, nochmal Lakaienhorde setzen. Und Leute. Frostsau hätten wir auch unten gehabt. Ja, habe ich aber nicht gebraucht. Jetzt Knall, der ist halt mies. Aber ja, die machen jetzt schön Schaden. Ja, ich glaube, ich lasse es nochmal so, weil dann kann ich Frozen und Doppel-Koboldfass, ist halt geil. Aha. So, aufladen und dim, 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 ja, dim. War schon cool. Oh, da kam ein bisschen zu spät. Da konnte ich nicht früher einsetzen, leider. Aber hat schon gut Schaden gemacht. Für den Lag waren wir eigentlich sehr gut, weil der hatte schon 1200 nur noch. Jetzt haben wir das alles nochmal aufgeholt und so. Kein Horde drauf geballert. Ich glaube, der wollte jetzt wieder mit dem Freeze. So, aber jetzt 60 Sekunden noch. Es wird nochmal spannend. Also. Ach, schade. Komm, muss noch auf den linken. Auf den linken Turm müssen wir noch ein bisschen gehen. Da ist jetzt der Magier, der ist mies. Komm, das müssen wir packen. Ja, hopp. Bitte. Und der Turm ist gleich kaputt. Wir müssen aber auch mal ein bisschen auf die eigene Verteidigung achten. Und dann haben wir nicht mehr, haben wir auch nur noch 160. Spannreiter, der muss... Nein, der wird ihn jetzt zerstören, der wird zerstören. Nein, leider. Schade. Aber wir haben ja noch ganz schnell angreifen, komm. Alles drauf, alles drauf, alles drauf. Komm, Inferno. Geh nochmal ins Deathmatch. Nein, Alter, nein. Der nimmt Sekunden, alles. Nein, Koboldfass. Komm, der könnte schaffen. Nein, jetzt hat er Magier. So nein, nicht. Scheiße. Aber der, nein. Der schade. Magier war voll mies. War schade. Aber gute Spieler, der. Ja. Nur minus 20 Trophäen, das ist sehr gut, dass es nicht so viel ist. Da machen wir direkt noch einen anderen. Ja, warte mal, ich gucke mal in den Clan. Ne, spenden kann ich nichts. Mir auch wieder nicht. Ist gerade jemand online? Können wir ja Testspiele machen. Vielleicht. Nee, leider nicht. Na ja, schade, dann interessiert sich das. Aber ich kann euch mal was zeigen. Hier das Feature. Da kann man so einen Trainingskampf machen gegen so einen Computer einfach.
Genau, das kann man mal Und da zeigen. kann man halt, wenn man ein neues Deck mal ausprobieren will oder eine neue Karte, kann man da mal reingehen. Und kann einfach mal spielen. Gibt keine Trophäen. Kannst du immer machen. Es lädt aber ziemlich lang. Ich weiß nicht warum, aber Ich weiß jetzt auch nicht, was geht's. hier gerade los ist. Ja, also. Greifen wir mal an. Oh, jetzt will ich mal was ausprobieren. Lakaienhorde spielen, das wird geil. Der Riese, der tankt jetzt ein bisschen, aber Lakaienhorde, dann ist er gleich down. So, Lakaienhorde gespiegelt, übelst geil, 12 Lakaien voll drauf. Oh, die geben halt jetzt auch mal Gas. Boah, die machen viel Schaden. Junge, Oh, sind die geil. das war ein guter Move, den müssen wir jetzt mal merken. Ja, der ist richtig geil. Oh, ich gehe jetzt mal gleich auf den Thron, auf den Königsturm. Ist da noch Verteidigung reingehauen? Prinz. Prinz ist halt immer sau fies mit seinem doppelten Schaden am Anfang. Ja, aber Pek Aber was oder willst du machen? Mini-Pekka macht den eigentlich fast immer down. Dann noch in der Combo mit Bombenturm und Königsturm ist eigentlich da, kann man schnell mal down machen. Wir haben jetzt für diesen Part auch mal ein anderes Mikrofon genommen. Gucken, ob es besser wird. Viel schlechter wird es hoffentlich nicht sein. Sollte Freeze ja und eigentlich gleich Koboldfass bleiben. ist halt geil, weil Truppen sind gleich da, hauen ein bisschen drauf. So, jetzt haben wir schon ordentlichen Schaden bei ihm gemacht. Schon fast die Hälfte. Ja. Schaffen wir 3 Kronen? Weiß nicht. Eine Minute noch. Muss ich hier Ja. nochmal packen jetzt? Ja, hopp, wir machen 3 Kronen. Mini-Packer geht voll drauf. Also, Das ist immer gut. ja, schön, 3 Kronen. Das war jetzt das Testspiel. Geht also meistens nicht so gut. Jo Leute, das war's ja schon wieder von diesem Video. Abo und Like nicht vergessen. Ja, und ciao. Ciao.